Ja, Tag Leute und willkommen zu, ja, einem meiner angekündigten Projekte, nämlich Treasure Island Dizzy. Für alle Leute, die das Spiel noch nicht kennen, kann ich sagen, ihr könnt euch echt freuen auf ein richtig, richtig geiles Jump'n'Run der Oldschool-Zeit. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, um euch auch ein paar Hintergrundinfos zu geben. Das Spiel ist ja eine so eine Art Serie, die Dizzy-Serie nämlich. Das ist so ein lustiges Ei, was irgendwie so tolle Abenteuer erlebt. Hier seht ihr es auch schon. Der holt sich jetzt einen Schnorchel und springt damit ins Wasser und ist glücklich und, ja, da seht ihr dann auch nochmal den Titel. Und ja, gehört zu einer Serie. Das ist das zweite Spiel der Serie. Es gab, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs und dann noch ganz viele Spin-offs, die ja, im gleichen Universum spielen, aber andere Stories hatten. Dieser Teil ist besonders dadurch gekennzeichnet, dass man nur ein Leben hat. Also sprich, wenn ich draufgehe, ist eigentlich alles dahin. Deswegen werde ich meine Regeln auch hier etwas brechen und teilweise auch mit Save State spielen. Weil das Spiel dauert, glaube ich, ein, zwei Stunden und ich habe keine Lust, nach einer Stunde, wenn ich mich verzocke, dann nochmal alles neu zu machen. Also da bitte etwas um Nachsicht, dass ich da das machen muss. Ich werde das auf eine sehr lustige Art dann einsetzen, das seht ihr dann auch. Für alle, die das Spiel Braid kennen, das Indie-Spiel, so ähnlich wird das dann sein. Und ja, kurz was auch zur Story, weil auch wenn ihr hier keine Story seht oder kein Intro, das hat eine ganze Story, nämlich der liebe Dizzy, also unser liebes Ei, war auf einer Weltreise und hat seine Kollegen verlassen auf der Insel und hat groß angegeben und war dann auf dem Boot, wo Captain Long John Silver auch on Bord war. Und dann hat er irgendwann keine Lust mehr gehabt und wollte on Bord ein bisschen Cricket spielen und hat dann anstatt den normalen Schlägern versehentlich die Holzbeine von dem guten Captain genommen, was ihn natürlich gar nicht gefreut hat, und so musste er dann den berühmten Walk the Plank machen, also sprich auf die Planke, ist dann irgendwie ins Wasser gefallen und an dieser einsamen Insel gelandet und möchte natürlich jetzt wieder zurück zu seinen Kollegen, zu den anderen Eiern auf der anderen Insel. Da müssen wir ihm halt helfen und ich würde sagen, jetzt geht's auch los. Immer dieser schöne Tusch, wenn es losgeht. Ja, und ihr seht, ich kann hier steuern. Ich kann auch Gegenstände mitnehmen, wie zum Beispiel hier diese Truhe, diese leere Truhe, ein Empty Chest. Und das wird mir oben angezeigt. Und ihr seht, ich kann drei Sachen gleichzeitig mitnehmen. Und das Schwierige ist, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, wenn ich zum Beispiel mehrere Gegenstände habe, liegen die auch in einer bestimmten Reihenfolge vor. Und diese Reihenfolge muss man sich sehr, sehr genau überdenken. Und ja, warum das Spiel so schwer ist, zeige ich euch gleich mal, wenn ich nämlich ins Wasser springe. Toller Sound, wie ich ihn geliebt habe früher. Ist man direkt tot und es gibt so ungefähr zigtausend weitere Fallen im Spiel. Also drückt mir die Daumen, dass ich nicht ganz so oft drauf gehe. Und dann geht es natürlich auch von vorne los. Gott sei Dank wurde das in den weiteren Dizzy-Teilen etwas geändert. Da hat man dann Leben auch gehabt, wie man das ja heute auch von Super Mario Land und den ganzen anderen Konsorten kennt. Okay, aber jetzt ein bisschen ernsthafter. Also, ja, schauen wir mal, was wir hier machen können. Wir können auch springen. Blöde ist, dass das dumme Ei dann so ein bisschen nachrollt, wenn wir springen. Da muss man auch aufpassen. So, jetzt nehmen wir mal die Schatztruhe hier mit. Oder was heißt die Schatztruhe? Die leere Schatztruhe. Und die können wir hier hinstellen. Und so kommen wir dann gleich nach oben. Yeah. Und hier sind so Viecher. Die kann ich jetzt auch anspringen. Da gehe ich interessanterweise nicht kaputt, sondern die geben mir dann eins von diesen Eiern. So, oder was heißt Eiern von den Coins, besser gesagt. Und die Coins muss ich auch einsammeln, das wird nachher dann noch sehr interessant. Und die Coins sind doch ab und zu versteckt, da muss ich dann auch mal schauen. Ich weiß auch, dass es irgendwo hier war. Hier ist so eine schöne Brücke, hier nehmen wir den Coin mit. Ja, und hier geht's weiter. Okay. Ach, okay, gut. Ich Dummerchen, ja, ich bin natürlich durchs Feuer gesprungen. Da geht man natürlich auch direkt drauf. Oh Mann, also nochmal. Truhe. Hoch. Also sollte ich die Münzen auf jeden Fall einsammeln, mache ich auch jetzt. Also da muss man erstmal drauf kommen hier, dass man, wenn man durch das kleine Feuer da oben springt, drauf geht. Okay, ich glaube hier in dem Baum war auch noch ein Coin, ja genau. Und hier sind immer so nette Hinweisschilder. Hier ist natürlich irgendein Pirat begraben und sein Schatz. Hier ist noch so eine Pflanze. Ja, und hier den roten, den will ich jetzt lieber nicht anspringen, weil dann verändert sich meine Steuerung. Oh Mann. Deswegen will ich das nicht machen. Aber ich springe natürlich jetzt hier hoch. Und hier ist, glaube ich, ja, in den Häusern ist eigentlich immer ein Coin drin. Da sollte man immer mal drauf drücken.
So, und jetzt sind wir hier in so einer Holzwelt und ich zeige euch gleich mal die nächste Falle, in die wir reingeraten können, nämlich das hier. Da wollen wir natürlich jetzt nicht drauf gehen, deswegen springe ich da ein bisschen dran vorbei. Wenn ich da unten vorbeilaufen würde, würde ich natürlich direkt drauf gehen. Also schön aufpassen. Ah, hier war auch ein Coin. Bei den Pflanzen auch mal sehr beliebt. Ah, ich glaube hier aber nicht. Ja, hier hinten geht es dann schon weiter. Was haben wir hier? Den magischen Stein. Und da kommen wir nicht weiter. Ja, der magische Stein, da weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, für was der war. Ich lasse den auch mal hier. Habe ich den jetzt da abgelegt? Ja, da ist er. Also die Gegenstände bleiben halt auch wirklich da. Und, oh, da ist eine Falle! Uiuiui. Gut, dass ich die gesehen habe. Weil ich will ja den Coin haben. So, und weiter geht's im Programm hier hoch. Und hier ist wieder ein Haus. Ich nehme mal an, ja, ist wieder ein Coin drinne. Auf die Fallen muss man echt aufpassen. Also immer ab und zu mal nach oben springen. Und da oben habt ihr was Tolles gesehen, nämlich den Schnorchel. Den hole ich mir auch. Und auch dieses Gewicht hier. Ah, no! Das war blöd. So, hier oben. Den Schnorchel. Da könnt ihr euch jetzt ja vorstellen, da gehe ich nämlich im Wasser dann auch nicht mehr drauf. Wenn ich, ins Wasser springe. Aber glaubt mir, da sind eine Menge weitere Gefahren. Wie komme ich denn jetzt an diesen... Nein! Oh, beinahe wäre ich in die Falle rein. Ich glaube, hier ist auch eine Falle. Nee, hier ist nichts. Da muss man wirklich aufpassen. So, hier ist wieder ein Haus. Ach, okay. Und ihr seht jetzt auch, dass mit der Reihenfolge ist jetzt schon wichtig. Also, ich kann jetzt eigentlich nur das Gewicht abladen. Hier ist noch eine Nachricht. Ja, ein bisschen, bisschen Eigenwerbung von den Programmierern seht ihr auch hier. Man soll sich noch den Advanced Ski Simulator reinziehen. Das werde ich bestimmt nicht machen. Weil die Spiele von damals könnt ihr ja vorstellen. Euch vorstellen, wie die aussahen. So, und jetzt haben wir hier einen Haken. Und was könnte da besser dran passen als das Gewicht? Mache ich auch mal. Und jawohl, das war richtig. Und hier war, glaube ich, noch eine Münze. Auch richtig. Und da oben komme ich aber nicht hoch. Aber jetzt komme ich ja hier hoch. Jetzt schaue ich mal, was hier oben ist. Und da ist natürlich wieder eine Falle. Wie könnte es anders sein? Hier haben wir ein Remote Detonator. Den nehmen wir auch mal mit. Ach, und immer wenn man dann checkt, ob in den Häusern irgendwas drin ist, dann will der wieder seine Sachen ablegen. Bisschen blöd. So. Ich hoffe, hier ist keine Falle. Oder ähnliches. Nee. Sieht ganz gut aus. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Remote? Ah, hier ist eine Schaufel. Ich glaube, diesen Remote Detonator lasse ich mal hier. Der ist, glaube ich, nicht so wichtig am Anfang. Aber ich glaube, hier ist was Wichtiges. Hier sind nämlich so Wolken. Oh ja, wie gut, dass ich das Spiel noch kenne. Also diese Parts kenne ich wirklich noch en masse von früher. Weil man musste ja wirklich alles nochmal spielen. So, und hier oben ist der Pogo-Stick, wenn ich mich richtig erinnere. Da genau, Pogo-Stick. Oh Mann. So. Okay, dann haben wir, glaube ich, hier alles abgesucht. Ob ich alle Münzen gefunden habe, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Oh, und den hätte ich noch irgendwie kriegen müssen hier, den roten. Den lilan da. Den hole ich mir dann irgendwann anders. So, aber jetzt gehen wir zurück. Mit unserem Rubber Snorkel und auch beinahe wäre ich wieder ins Feuer gesprungen. Dem Grave Digger Spade und a Pogo Stick. Jetzt werden wir mal ein Bad nehmen im Meer. Und ja, genau. Das kann ich gleich auch mal sagen. Jetzt ist ja der Rubber Snorkel ganz oben. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas benutzen würde im Wasser, dann würde ich den ablegen und direkt drauf gehen. Also, jetzt erstmal eine ordentliche Reihenfolge machen hier. Was könnte ich denn gebrauchen? Wahrscheinlich brauche ich die Schaufel. Dann nehmen wir den Pogo-Stick und dann erst hier den Schnorchel. So, und ihr seht, wenn ich jetzt ins Wasser gehe, gehe ich Gott sei Dank nicht mehr drauf. Oh, aber der Fisch ist natürlich gefährlich und ich weiß jetzt gar nicht, ob der... Doch, der dreht um. Weil anders wäre das ja nicht schaffbar gewesen. So, langsam dran vorbei. Und hier ist eine Qualle. Schnell unten drunter durch. Oh ja, und ihr seht, hier geht's ab. Da ist ein Krebs.
Und da oben ist wieder ein Coin. So. Oh, oh, oh. Okay. Und hier noch ein paar Credits zum Spiel. Boah, ich trau mich gar nicht da hochzuspringen. Soll ich mal? Oh! Oh Gott. Okay, über dem Krebs. Okay, was haben wir hier? Noch eine Nachricht. The Official Pogo Place. The Official Pogo Place? Okay, und hier haben wir ein Brecheisen, oder wie sieht das aus? Auch bekannt ja aus Half-Life. Das berühmte, wie heißt das denn nochmal? Eisenstange? Brecheisen? Keine Ahnung mehr. Ja, dann nochmal hier zurück. Oh, das... Ich habe immer so Schiss, dass so ein Sprung schief geht. Okay, lass mir den erstmal Brecheisen sein. Da oben kommt eine Schildkröte. Auch sehr lustig. Oh, und hier mein Liebling früher. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier die Schaufel benutzen können. Oh, nee, es geht nicht. Ein Pogo-Stick vielleicht? Geht auch nicht. Und jetzt seht ihr vielleicht das Problem. Ich muss jetzt raus. Weil als nächstes würde ich jetzt den Rubber-Snorkel hinlegen. Und damit wäre ich natürlich instant tot. Also muss ich jetzt wieder raus. Oh! Gott! In dem Spiel lernt man übrigens auch, seine Geduld zu beherrschen. Und jetzt hoffe ich, dass der Fisch oben nicht da ist. Oh, Gott sei Dank. Ist nämlich auch manchmal so Pech, dass er dann gerade kommt und dann geht man direkt drauf. Okay, Leute, das war der erste Teil von Dizzy. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr bleibt dran bei dem lustigen Ei und seinen Abenteuern auf dieser Schatzinsel und auf seinem Weg dann zurück zu seinen Compadros. Bis dann.